Während Tausende enttäuschter Boxfans die Arena so früh schon wieder verließen, wurde auf der Pressekonferenz die nächste Runde eingeläutet. Die Kontrahenten? Klitschko-Manager Bernd Bönte und Promoter Ahmed Öner. Letzterer war eigentlich schon auf dem Weg zu seinem verletzten Schützling Odlan Yesolis. In diesen verbalen Schlagabtausch hören wir jetzt rein. Aber was ich wirklich peinlich finde hier, und das muss ich mal ganz deutlich sagen, ist, dass so eine billige Ausrede hier rüberkommt. Aber das zeigt sich in dem gesamten, in dieser nicht vorhandenen Klasse. Weil eines ist klar, wir haben es vorher nochmal angeschaut, aber auf dem Tape von RTL vor der Kabine, bestimmt 10-mal die Wiederholung. Es ist ein ganz klarer Treffer. Der Junge wackelt, aber wie? Und dabei verklickt er sich das Bein. Der hätte sowieso nicht weitermachen können. Egal, was da mit seinem Knie war oder nicht. Und selbst wenn er nicht gewesen wäre, das war's. Herr Öner dreht die ganze Sache natürlich um und tut so, als wenn er deswegen nicht hätte weitermachen können. Das war, mich hat das an eine Zeit erinnert, als ich selber noch kommentiert habe. Und das war genau eine Geschichte, ein paar, die sich im Boxsport aussehen. Wir haben keine Ausrede! Sein Knie ist kaputt! Halt einfach deine Fresse! Du bist nicht... Mehr muss man dazu nicht sagen. Das ist ein Asozialer. Ja. Du bist ein Asozialer! Ein Glück, dass der Mann nicht gewonnen hat, dann hätten sich die Boxleute auch noch mit diesem Typen verhalten. Ist egal. Oder ja, mehr muss man nicht sagen. Hören Sie diesen Kriminellen 22 Monate auf Bewährung. Ja, Mann, mehr muss man dazu nicht sagen. Das habe ich. Der hat meine Familie bedroht, andere Leute bedroht. Hört auf, verdammten ja, du bist gar nichts. Entschuldigung, Vitali, es tut mir leid. Aber dieser Mann ist scheiße. Es tut mir leid, ich entschuldige mich bei dir. Du bist ein großer Champion. Das hast du nicht verdient. Ich habe Respekt von meinem Rechtsspielervater, von dir sogar von deinem Bruder. Aber dieser Mann ist nur ein Provozierer. 22 Monate Bewährung, mehr muss man dazu nicht sagen. Schnell, schneller, Express.